extracted from the walls. Oh. Search for a blue shimmering light. Get it done, team. Los! Stopp, 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 stopp. Also, was ist das? Wollen wir mal drauf schießen? Insektenschwarm! Oh, ja. Ist nicht schön. So, das ist die perfekte Mission, um zu lernen, wie man an der Wand erkennt, wo Sachen sind, die man abbauen möchte. Ah, okay. So, das ist schon sehr gut. Dafür ist, glaube ich, auch die Mission da. Sollen wir überhaupt sammeln Aquaras und extrahiert Holo mit? Also das Lilane sind ganz normale Ressourcen, hier diese komischen Stäbe, die man manchmal sieht. Mhm. Ja, sowas da. Ah, das ist genau, das Holo mit davon brauchen wir 25. Kriegst du Schaden? Wenn du mich anschießt? Nee, ich meine durch das. Also das ist nur Klebezeug, okay. Mhm. Jonas, das hat Stacheln. Natürlich tut es dir weh. Aua. Yeah. Genau. Fresskugeln. Oh, Holo Wespennest. Zack, tot. Weg damit. No, braucht kein Mensch. Ich hol mir Gold, Gold, Gold. Hey, gehst du wohl weg? No. Du auch. Nein, nein, nein. Oh, oh, das wird mein Tod sein. Help! Ist er runtergefallen? Unten. Ja. Ah, warte mal, ich guck mal. Mach aber nicht den gleichen Fehler wie ich. So, wo bist du denn? Bist du da entweder da? Ja, da unten bin ich. Pass auf, nicht, dass du auch runterfällst. Es geht tief runter. Mhm. Wieder, wir leben gut. So. Ich werde angeknabbert. Oh. Von kleinen Viechern. Ach, wie süß die noch am Anfang sind. Ja, die sehen wirklich niedlich aus. Gibt's ja dann auch ein Groß, ja? Ne. Coming. Dann nehme ich doch gerne Incoming. Mhm. Ein gutes Income ist immer gut. Ja, auf jeden Fall. Schluck Blei, yeah! Genau. So, hier gibt's bestimmt blaue Kristalle, ne? Weil hier leuchtet blau. Ja. Mensch, verpisst euch. Mach mal diese Rumknabberei da, ey.
Jo, ich hab ihn. Ihn jetzt zur Base zurückbringen. Oh, jetzt bin ich, haben sie mich angeknabbert. Ja. Die Schweine. Ah, die Base ist ja da oben, ne? Wie soll man den Kristall da hochbringen? Müssen wir mal gucken, wie wir das mit dem, mit der Seilbahn dann schaffen. Ja. Obwohl, warte mal, ach stimmt, wir haben ja gar keinen. Ein Wally, der jetzt ankommt, ne? Nee. So, mal gucken, irgendwo ist hier so ein komisches Wespennest. Oh, ich wurde eingesponnen. Eingesponnen? Hm. Über mir waren Spinnen, die haben mich eingesponnen. Ach, die Lilanen sind das, okay. Die Schweine. So, zack, weg mit dir. Den gibt's auch. Wenn du alleine bist, alleine spielst, dann hast du ja so einen Mule, ne? Der dir dann hilft. Sozusagen. Dann hab ich Bosco. Achso. Das ist so eine kleine Flugdrohne, die dir dann hilft. Mhm. Den du auch noch verbessern und ausrüsten kannst. Ah, okay. So, mal gucken. Da will ich hin. So, wo ist diese Pistole? Achso, die hat einen Winkel, den sie einhalten muss. Ja, stimmt. Jetzt verstehe ich das Upgrade, was man da sich holen kann. Okay, dann versuchen wir doch mal. Das ist nämlich bei mir auch das Problem, dass er... Das ist zu steil. Da geht's. Mhm, genau. Okay, also ich hab hier, da. Okay, ich hab einen grünen und einen blauen, ne? Ja, ich nehme den grün. Können wir uns dann mit dem Kristall dranhängen, ja? Ja. Okay. Hi. Sie Hallo. Auch hier? Das ist das. Sollen wir eine komische Stellung? Wir haben aber einen großen blauen Kristall. Genau. Gerade wo du den transportierst, ne? Wo du den hängen hast. Das ist da verdächtig. Oh. Ah ja, ich habe eine gute Stelle erwischt. Aber echt nice das Game, ne? Hätte ich nicht gedacht. Das ist super. Secondary objective completed. Fine job. Ui, da kommt da eine Menge rein. Ja. Ich mache mal ein bisschen Energie. Ich will. So. Da. Oh, Nitra. Sehr schön. Oh, Nitra voll. Ja, noch ein bisschen Nitra mit. Aber vielmehr interessiert mich der blaue Kristall, der sich hinter verbirgt. Ah. Hey, was greift ihr mich an? Ich bin gerade beschäftigt. Ich muss eure teuren Ressourcen hier plündern. Ich komm gleich mal mit. Rein für die Wissenschaft natürlich. Das geht, dass man aneinander vorbeislidet. So. Aber da müsste noch einer sein, ne? Weil es leuchtet immer noch blau. Ne? Kommen die Tentakeln da gerade wieder raus? Ach du. Verschwindet doch einfach. Kann man euch kaputt machen? Da, wenn die immer wieder nachwachsen, ist das echt nervig.
Ja, man kann sie kaputt hauen, ja, gut. Das ist gut. Ja, nee, ist nicht. Na, da ist er. Ich glaube hier. Hui. So. 3 von 7 haben wir jetzt. Ist auch noch ein Kristall. Ich hab mal wieder keine Flares. Oh. So, den wollen wir doch mal so. Ey, ich bin hier. Aus meiner Sicherheitszone. So, weggebombt. Ein Bombenwetter. Ja. Auf Wer möchte da nicht arbeiten gehen? Genau. Bei dem schönen Wetter. Schönes Wetter wird überbewertet. Ja, definitiv. Da hat man mal die Frühschichtswoche und dann ist sowieso schon Scheißwetter. Ja. Das richtige Zockerwetter. Oh, Gold. So, jetzt muss man mal gucken. Irgendwo muss hier so ein komischer. Ach, da ist das Nest. Was ist denn für ein Nest? Jo, weg ist es. Das ach so, alles. So ein Insektennest. Ja, ja, da kommen aber die ganzen Wespen an. Holzwespen oder was das sind. Das gab's alles vorher nicht. Aber dieses ganze Biom mit diesen komischen Tentakeln ist auch neu für mich. Ja. Wuhu! Oh, du hast einen grünen. Ja. So, da hinten ist noch ein blauer. Zieh mal einen an bei der Gatling. Umso okay. Länger du schießt, umso genauer wird sie dann. Ja, das ist ja gut. Ja, das stimmt. Das ist schon ein schönes Ding. Aber wenn man auf den höchsten Schwierigkeitsgrad spielt, freut man sich immer über die Zipline, weil man sich damit so ein Netz bauen kann, wortwörtlich. Ah, okay. Weil man dann sucht man nicht mehr den Nahkontakt auf dem Boden, sondern hängt dann wirklich an den Seilen. Mhm. Ja, so ein Förderkorb wäre ganz geil, ne? Wenn man das wäre ja noch. Aber da fährt man ja die Mule. Ja, genau. Stimmt. Mal, wieder keine Flares, Jonas. Flares werden überbewertet. Ja. So, ich habe hier nochmal 2 blaue Kristalle gleich. Ja gut, ich habe hier nochmal Gold. So, ein. Krieg ich den da hingeschmissen? Nee, da geht's runter, ne? Dann schmeiß ich den mal zu dir. Hier, bitteschön. Da. Okay. So, das müsste sogar klappen. Wie mich hier ranhange, oder? Yo, check the flow. Das Schöne an den Zipline ist, man kann von einer Zipline ja zur anderen springen. Mhm. Und sie macht keinen Fallschirm, wenn du dich dran springst. Okay, das ist schon mal gut. So, ich hätte jetzt hier den letzten schon, aber wollen wir den Dungeon noch ein bisschen erkunden? Vielleicht gibt es irgendwas Interessantes noch? Können wir machen. Aber bin ich ergebnisoffen. Oh, gucken wir mal. Da haben wir schon uns alles angeguckt.
Ja, ist ja ganz, ganz cool, sag ich mal, ne? Wenn die das immer wieder erweitern und man wieder neue Sachen entdeckt. Was ist das hier eigentlich? Achso, wenn uns kaputt schießt, kommen da. Ich hole uns mal neue Ressourcen. Ja. Hier, fress mal eine Granate. Ist das und das. Wie ist denn das, wenn man das zu dritt spielt? Hat man dann auch nur vier Fächer? Hat man auch nur vier Fächer, auch wenn man nur zu viert spielt. Boah, heftig. Okay, dafür hast du, kannst du natürlich auch vierfach angreifen, ne? Ja. Aha, kommt hier nicht rein. Ich hab gesagt, ihr kommt hier nicht rein. Genau. Ach, von dem Schild hat man unendlich viel, aber das muss ich wieder aufladen, okay? Ah, okay. Das ist wirklich ein bisschen dämlich. Besser als wenn es munitionsgebunden ist. Ja. So, die Lilane ist auch weg. Die Geschütztürme sind echt geil, also das bringt eine Menge. Ja, aber die Munition kann von denen alle gehen. Hm. Also ich sehe nichts mehr hier leider. Ich habe hier nochmal Nitra. Noch ist da hinten nochmal lang. Nitra voll. Bringen wir das mal weg und sammeln wieder ein. Hier ist noch eine Menge Gold. Die Ressourcen, die geben aber keine Perk-Punkte, ne? Wahrscheinlich nur Missionen. Welche Ressourcen? Also wenn du jetzt Gold oder irgendwas einsammelst. Also Gold bringen dir natürlich Credits. Mhm. Mit denen du Sachen neu kaufen kannst, also mehr Geld. Und wahrscheinlich gibt es irgendwo Sache. Wenn du 5000 Mal Gold abgearbeitet hast, dann gibt's auch Perks dafür. Ah, okay. Warte, was? Achso, da. Hier unten ist nichts mehr. Hier unten habe ich auch noch Gold gesehen. Das arbeite ich jetzt auch noch ab. Ja, ich konnte eben da auch nicht mehr alles einsammeln. So, das sammeln wir auch nochmal ein. So. Ja, schön. Also ich bin dann auch soweit ready. Ja. Den Knopf drücken. Ja.
Oder wollen wir nochmal Versorgungsdrohne holen? Nee, drück ruhig Knopf. Ja, obwohl ich habe eigentlich auch genug. Nicht du hast genug, wir haben genug. Wir teilen uns das. Achso, okay, das ist gar nicht. Also wenn ich mal eine Schüsse verschieße, dann sind deine auch weg, ja? Ach nee, die Schüsse nicht, aber das ist Nitron. Ah, okay. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen so wie... Achso, müssen die ganze Zeit verteidigen, ne? Ja. So mies, wenn die Viecher dann, wenn du die Rohre verlegt hast und die Rohre anknabbern, ne? Ist auch mal nervig. Ja. Und hier so, ne? So macht man das auf einen höheren Schwierigkeitsgrad. Man setzt sich an so eine Zipline und fährt die ganze Zeit hin und her. Ah, okay. Ah, noch 30 Sekunden. Oh, die sind ja alle niedlich. So, wo ist die Kapsel? Wo kommst du denn runter? Da kommt, oh, die ist ja gleich um die Ecke. Das ist ja süß. Das ist gut. Komm doch, komm doch. Ja, da. Ah. Latsch. Yeah. Achso, dann los. Sie ist da. Ja. Ist sie denn auch schon offen? Ja, sie ist schon offen. Wir sollen einsteigen. Oh, das ist ja gut. Dann komme ich doch gleich mal hin. Ja, Sir. Yeah! Wow, wieder geschafft. Obwohl der Schwierigkeitsgrad ist wirklich nicht extrem, ne? Nein. Es sei denn, man fällt da wirklich mal runter oder so, dann. Ja, oder man passt echt nicht auf. Ja. Errungenschaft. Der gute Hirte. Ah, ja. Die. Boah.